Nähe und Distanz sind immer noch ein Thema, das wir anders handeln müssen, als das vor ein paar Monaten noch war. Deswegen sind wir jetzt zu dritt hier und werden die Statements der 22 Künstlerinnen zu ihren Arbeiten verlesen. Marille Holzner. Über eine unerwünschte Randerscheinung mit erheblichem Einfluss. Ich gebe einen Impuls und handle mit meinem Körper. Material und Arbeitsutensilien antworten mir. Die Summe aller Kräfte setzt eine maschinelle Dynamik in Gang. Durch Rhythmus und Wiederholung wird potenziert, was letztendlich über das Erscheinungsbild einer Arbeit entscheidet. Die dazugehörige Werkserie nahm während des Lockdown in meinem zu Hause eingerichteten Arbeitszimmer ihren Anfang. Jessica Kalage Götze. Trotz unserer Fähigkeit und Begabung zur Selbstbestimmung verschwindet die Nähe unserer eisernen Regel nicht. Es führt nur ein einziger Weg in dieses Leben hinein und ein einziger aus ihm hinaus. All das, was in der Zwischenzeit passiert, all unsere Entscheidungen und Revidieren im Bruchteil einer Minute ins Gegenteil umgekehrt, wird von dieser unbeugsamen Wahrheit umklammert. Wir hoffen darauf, uns sicher zwischen diesen unverrückbaren Grenzen zu bewegen und etwas daraus zu machen, was es bedeutet, lebendig zu sein. Uns bleibt diese Reise. Ute Heim. Ein Virus nervt, bricht ein, legt lahm, tötet ab, schafft ein Vakuum, übertönt fast, hat immer das letzte Wort. Aber das Lied der Nacht wird trotz allem und immer zu Ende gespielt. Die stumme Künstlerin am Vakuumcleaner. Klaus Erika Dietl und Stefanie Müller, neuer Block mit neuen Hemmungen. Es ist keine Illusion, die Zeit vergeht schneller, viel schneller. Filmen muss schneller werden. Die Gegenbilder müssen mit hineingenommen werden. Es muss ein Ich erfunden werden, mit vollem Ernst gespielt werden. Durch Kitsch und Klischee muss es gehen, schreiten, laufen, rennen, schnell hindurch, weil es pressiert. Geraldine Frisch, weshalb Menschen Klopapier-Hamsterkäufe tätigen, war und ist mir ein Rätsel. Mich brachte die Pandemie in verschiedene Gefühlszustände, auch ein Stück weit in die Ohnmacht und alles Lebendige in mir begann still zu werden. Das Klopapier spielerisch und nicht zweckgebunden zu benutzen, empfand ich wie eine Erleichterung und alles Schwere konnte sich lösen. Anneke Marie Huhn. No person, no emotion, no event and no circumstance can take away your ability to choose how you behave. These things can influence you, they can pressure you, they can make you feel as though there is no other opinion. But there is. As soon as you realize, this everything will change. Daisuke Ogura. Ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Mensch und Stadtraum. Wie beeinflusst der urbane Raum den Menschen? Und umgekehrt. Derzeit befasse ich mich mit dem individuellen Geist meiner Objekte und interessiere mich für die fünf menschlichen Sinne, sowie für die Bewegung des menschlichen Körpers. Monika Humm. Sehnsuchtsorte sind in der Zeit des Social Distancing unerreichbar. Für mich bietet die Malerei eine Möglichkeit, dennoch in eine fremde Welt einzutauchen und die Küstenlandschaft meiner Sehnsuchtsorte in mein Atelier zu holen. Nikolai Vogel. Als Stay at Home angesagt war, habe ich meinen Roman Angst, Saurier in Videofolgen eingelesen und täglich eine Folge ins Web gestellt. 40 Tage lang plus Zugabe. Eine sehr intensive Zeit, in der ich wirklich viel mit meiner Stimme zu tun hatte. Und so viel daheim. Da könnte man schon seltsam werden. War ja auch nicht so lustig, das alles. Eines Tages habe ich mich am Frühstückstisch dann ganz spontan hiermit aufgemuntert. Stefanie Unruh. Träume fliegen ist in der Lockdown-Situation entstanden. Meine Tochter fragte mich, was mir zum Thema Freiheit einfallen würde. Als erstes dachte ich an die kreischenden, hoch im Himmel fliegenden Möwen, beobachtet und gefilmt an Portugals Stränden, als grenzenloses Reisen noch unkompliziert möglich war. Jetzt in der Corona-Zeit
wurde ich jeden Morgen von lauten Amselgesängen geweckt. Ich dachte über den unwirklichen Quarantänezustand nach, wie in Watte eingeschlossen, um sich selbst kreisend, nicht nach draußen durchdringend, Kontaktsperre zum Außenleben. Trotz allem immer noch gut abgefedert im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt. Phoebe Lesch, eine kleine Abhandlung über das Menschsein in Zeiten des Technologiewahns, den ich durch Corona potenziert sehe, ein Liebesfilm, entstanden während des Lockdowns im Frühjahr 2020, zu dem uns Corona viel Zeit geschenkt hat, ein leichtes Manifest für ein wildes, freies Leben, das uns Corona nicht nehmen wird. Stefanie Mowal. Nähe verschwindet nicht, wenn das Gespür in den Knochen bleibt. Annegret Hoch. Corona, Veränderung, gut, schlecht, keine Ahnung. Christian Weiß. Für mich ist Corona ein epischer Einschnitt in der Geschichte. Persönlich eine Zeit der Introspektion und vor allem eine Zeit für Rosa. Ich war während des Lockdowns vor allem Vater meiner kleinen Tochter. Annegret Bleisteiner, wir Künstlerinnen sind Geister, die mit positiver Energie in alle Bereiche des menschlichen Lebens und der Gesellschaft eindringen. In einer Welt, in der Erfolg hauptsächlich am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird und nicht an der Fähigkeit, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, sind Geister wie wir unsichtbar. Künstlerinnen versuchen, diese Dinge in der Welt zu halten, um sie in Objekten zu manifestieren, wie in Liedern, Gemälden, Skulpturen und Filmen. Eine Welt ohne Kunst ist wie ein Haus ohne Fenster. Si-Jung Kim. Ein dunkler Raum als ein fiktiver Raum in mir. Verborgene Gefühle schwärmten nur in der Dunkelheit. Keine Sorge, das Gefühl kann die Dunkelkammer nicht verlassen. Kira Fritsch. Und zwischendurch schaue ich mir die Wolkenbilder am Himmel an. Tagträume. Kopfreisen. Atmen. Weitermachen. Silvia Schreiber. Das Porträt baut sich auf und gleichzeitig ab. Parallel laufen zwei Videos in einem Bild. Sie zeigen den gleichen Prozess, der einmal vorwärts und einmal rückwärts läuft. Ein Drehen im Kreis um die eigene Achse. Ein Prozess des Werdens und Vergehens, der in der Corona-Zeiten intensiver stattgefunden hat. Was wird und was vergeht? Die Frage stellt sich immer, aber diesmal war die Faszination der Langsamkeit und Stille gepaart mit einem abgrundtiefen Vergehen der Zeit. Patricia Linke. Seit Februar des Jahres zählt Patricia Linke die Tränen, die durch das Virus vergossen werden. Tränen entstanden durch Nähe. Aber wir Menschen brauchen doch Nähe zueinander. Wenn also Nähe nicht verschwindet, fragt sie sich, wie schaffen wir dann Distanz zu Covid-19? Carmen Nöbauer. Corona-Welle, Distanzwelle und Meereswellen fließen in einen Landschaftsraum ein und verschmelzen zu einem Mental Space. Menschenleer, nur die Naturelemente, Gedanken und Emotionen sind anwesend und das einzige Gegenüber. Diese Anwesenden kommen zur Sprache und erleben Nähe und Distanz immer wieder mit der Gegenwart eines Dazwischen, als Abstand, Grenze und Social Distancing. Silke Markewka. Als ich in den eigenen vier Wänden war, blieb mir nichts anderes übrig, als in den eigenen vier Wänden zu schauen. Stefanie Müller, aka Ragtrasher und Klaus-Erika Dietl. Trümmer trinken sich zu Tode, die ganze Frau frisch nach dem Entzug. Und andere laden längst Gewehre im Radio. Ich habe geträumt, die Perspektive wäre verrenkt. Die Fahrt traut sich verworren. Angst, Hasen auf allen Kanälen. Ich weiß, ich bin es. Duracell Bunny on low batteries. Und schuld bin immer auch ich selber, weil ich warte wie die Kälber. Grünes Licht im Wohnklo. An der Schellingstraße.
Signale zur Zeit. Es wird eng. Die Schwellung bohrt. Füße ohne Sohle.